So, moin moin meine Lieben, sind wieder eure LS22 Friends. Und ich muss sagen, ich bin heute Morgen geweckt worden, weil, ja, die Bank hat genehmigt und hat mir auch, hat die Baufirma beauftragt. Und wie ihr seht, die haben schon angefangen. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal gucken. Die haben uns zur Verfügung gestellt, dass wir hier anfangen können. Ich würde sagen, wir schauen uns einfach, was sie hier gemacht haben. Ich glaube, die haben ausgehoben oder sowas. Ja, definitiv. Die haben ausgehoben, hatten halt mir jetzt gesagt, ich soll halt bitte mal hingehen und hier mit dem Bagger, den sie hier hingestellt haben, mal die Bäume entfernen, weil die wohl irgendwie stören würden. Ich hoffe, das funktioniert. Wir versuchen es einfach mal. Wir sagen, starten wir mal durch. So, gucken, ob das klappt. Fangen wir mit dem kleinen Baum mal an und dann gucken wir mal. So, gucken wir mal, ob das klappt hier. Huch. Kommt da an. Ja. Gucken wir gleich mal. Ah, so besonders geht's dann doch nicht. Damit. Ganz schön viel, oder was? Doch jetzt. Na komm. Ist ein bisschen tricky. So, moin. Moin. Ja, Moin. wie ihr seht, die haben mich heute Morgen aus dem Bett geschmissen. Ist jetzt noch was Zeit Okay. in den Raum geflogen, sage ich jetzt mal. Wir sind ja schon im März. Ja, und jetzt haben sie gesagt, ja, guck mal, dass er hier die Sachen wegbekommt. Ich weiß nicht, vielleicht wollte er ja helfen. Ich müsste halt nur eine Kettensäge vielleicht mal besorgen oder so. Vielleicht können wir das direkt häckseln. Was meint ihr? Ja, da komme ich mit meinem Hänger, Ja, ich gucke jetzt mal gerade, wenn ich beim Händler was miete. he? Ja, ich hätte auch gesagt, wir können doch einfach. Ich spreche mal mit, ich rufe mal kurz bei John Deere an, ob die mir einen Vorführer schicken. Und dann könnten wir mal kurz mal hier die Bäume so wegräumen. Mal direkt Ja. absägen. Oder so, Ich kannst du weiß auch gucken. nicht. Ich Das. weiß nicht, ob die dafür funktionieren. Da musst du mal gucken. Also ich versuche jetzt mal hier wenigstens mal hier unten das Zeug wegzukriegen. Wäre ja lieber gewesen, die hätten ja. Am besten nicht in den Häcksler reinlaufen, Herr Lehmann. Macht sehr viel Aua. Na, ist schon tricky, die Steuerung. Jetzt ist er unten. Na, ich glaube, wir holen uns da dann doch den normalen Mulcher. Ah, den Baum will er aber nicht haben hier. Okay. Dann muss ich den vielleicht auch weiter aufklappen. Nee. Ah, ich würde sagen, wir machen das echt schwarz so. Und hole ich uns gerade mal eine Kettensäge und dann räumen wir das hier weg. Also das war so, war zwar eine coole Idee, aber wir leihen uns jetzt gerade die paar Sachen. Oh, was wir bei der Forsttechnik haben. Der Herr Lehmann wollte doch irgendwie was leihen. Ja, ich bräuchte aber trotzdem noch alle, den brauche ich ja hier noch einen Mulcher oder sowas. Weißt du, wo wir da gerade mulchen können. Dann brauchen wir den Herrn Lehmann. Oh, 9000 zur Miete. Ja gut, müssen wir durch. So, und dann habe ich gesagt, uns doch Ich bringe Kettensägen. mit, ich bin Oma ein Händler. Okay. So, und dann Kettensäge müsstet ihr dann theoretisch auch haben, wenn ich die jetzt hole. Ich sagen, weil ja große Bäume sind, holen wir direkt mal die große Maschine, oder? Wow, ruhig, Brauner. So.
Jetzt, ach so, warte, eins brauchen wir noch. Mir gerade eingefallen. Ich weiß gar nicht, hatten die jetzt den Jens schon gehabt? Nee, gell? Das gibt's ja auch schon. Welchen Jens? Ja, dann hol mal leicht den Jens, dann kann einer von euch den gerade noch mit runterbringen. So. Ich hole gerade den Mulcher oder was das für ein großes Gerät ist. Meine Güte ist der wendig, aber langsam. So, ich komme mit dem Jens hinterher. So, und dann gibt es heute mal ein klein bisschen Forst. Wie gesagt, wir machen alles zusammen, dafür kennen wir uns mittlerweile. Jo, 3 versus Wald. Aber sag mal, was fährst du da? Ich Das war jetzt meine neue erst. Karre. Meine neue Das. Karre. Aha. Okay. Nice. Sieht aus wie ein Ford. Ja, ist auch von Lizard. Ich glaube mal, der ist nur für die Stumpen hier. Nee, Ja. nee. Damit kriegt man theoretisch auch die Bäume weg, aber wir machen das jetzt einfacher. Ich würde sagen, guck mal, ob er die Kettensäge bekommt. Müsste eigentlich haben. Theoretisch. Soll ich es mal mit dem Jens versuchen? Ja, ich versuche jetzt mal hier irgendwie die Bäume hier wegzukriegen. Aber, na jetzt hier oben. Ich sollte ihn gleich anders ausschneiden, die da auf die Straße. Alle, die hier stehen, ne? Holen wir sie mal alle weg hier. Wir bräuchten noch einen Hänger, glaube ich. Ich glaube, der hat keinen Tank. Ja, da Jeder kannst hat. du zu Not halt gerade meinen holen. Oh. Ah, passt schon. Ich glaube, der liegt gerade auf der Straße, hä? Ja. Hä? Du darfst diesen Baum nicht fällen. Geht's noch? Ist doch mein Baum. Nein, der steht, weil er auf der Straße liegt. Da siehst du, haben wir uns vergessen, ein Gerät zu geben, ne? Hast du mal was erreicht bei Volvo oder John Deere wegen dem Greifer oder so? Ne, gell? Wenn wir uns hier irgendwie. Irgendwie müssen wir die ja jetzt hier wegkriegen. Ja, ich versuche jetzt mal gerade hiermit. Ja, machen wir gerade mal hier, was auf der Straße liegt, mache ich das mal gerade so weg. Das passt. So. Also mit dem würden wir auch sogar die Bäume wegkriegen. Also ist die Frage, nutzen wir jetzt den Jens oder holen wir einfach so wegfräsen. Nicht. Hier, den Weißen hier, den kannst du mal stehen lassen. Ob ich eigentlich Rechte auf dem anderen habe, dass ich da was machen kann? Ich glaube nicht. Ja, ich bin eine richtige Kacke. Na ja. In der Stadt habe ich keine Rechte. Auf dem Hofer Stadt. Das ist aber traurig, als Bürgermeister keine Rechte. Ja, gut, das ist ja auch weg. Ja,
räumen wir die mal so weg. Immer keine Hackschnitze. War da jetzt gemietet? Ja. Dann bringe ich nicht zurück. Aber, was mich wundert, du könntest mal gucken, ob du von oben. Ich hole jetzt mal die andere Stumpenfräse. Weil mit denen kannst du ja sogar die Sachen wegmachen, glaube ich. Also hier die Gebüsche und sowas. Wo haben wir sie denn? Ich gebe da mal fix zurück, ne? Ja. Ja, das ist der. So. Steht oben. Müsste vielleicht da gleich mal schauen. Nee, musst du von mir einen Trecker dann gleich holen. Achso, den haben wir gesagt, der bleibt, ne? Oh, sorry. Hehe. Da war er wohl schneller. Eine neue Buche setzen. Weiß nicht, was du damit vorhattest. Egal, das klappt gerade nicht. Okay, die müssen wir wieder fällen. Ah, ne. Perfekt. Oh. Ja, okay. Müsst es dann da wegmachen, ja? So. Ich kann gerade den Jens nicht abgeben. Okay. Ja, warte, ich mache. Postmaschinen. Ja. Bis zurück. Mach's gut, Jens. Das sieht doch schon mal luftiger aus hier, Ja, da muss ich den deinen Traktor holen. ne? Ja, ist ja kein Problem. Kommst du gerade runter? Wo, Vorsicht, hier wird gearbeitet. Aber warte, Matthias, da sehe ich gerade eine Stumpe, gell? Weg ist er. Mal gucken, ob wir den hier wegkriegen. Jawohl. Lässt du mich auch wieder rausfahren oder? Oh. Und weißt du was? Ich habe gerade so einen Dorn im Auge. Der hat mich die ganzen Jahre schon gestört. Seitdem wir jetzt hier sind, das eine Jahr. Kommen die Beine hier noch weg. Oh. Eieiei. Das Was? Zitronen-DS hier. Kennt keine Vorfahrtsregeln. So. Warte, lass den mal gerade wieder wegstellen. Uiuiui. So, da haben wir die Vorarbeit schon mal geleistet für die. Das sieht doch schon mal So, ich einigermaßen bin auf aus. Rätsel da. Ja, dann versuchen wir es mal hier noch, dass wir die Sachen hier wegkriegen. Kannst du ruhig vorne dran kloppen. Ja, Moment. Hier die Gebüsche noch wegmachen und so. Ja, ich will gut auch, ja, der sieht jetzt natürlich schick aus, der jetzt hier hat. Na, also. So. Das weiß ich nicht. Warte mal, ich versuche jetzt mal hier das Land ein bisschen zu bearbeiten in der Zeit. Wenn das jetzt funktioniert. Bodenanpassung. Nimm mal von hier. Nee. Ich nehme ihn von hier. Dann gucken wir mal. Ja, so, der Hügel geht schon mal weg hier, den wir hier haben. Mir ziemlich steriefen gelassen, ne?
Muss ich ja ehrlich sagen. So, hier können wir mal beischütten. Ich kann die nicht senken. Moment. Bin auf dem Weg. Wieso kannst du die nicht senken? Auf den V-Hebel musst du drücken. Ah, Moment. Du hattest das Gewicht doch ausgewählt. So, Nö. jetzt kannst du hier. Das falsche Steuern und falsche Steuergerät gehabt, oder was? Ach ja. Ja, bitteschön. Weil dann kann ich nämlich hier hinten den Radlader schon mal wegfahren. Weil die, dann können die hier demnächst anfangen mit der Halle zu bauen schon. Matthias, fährst du mal deinen Ford weg, bitte? Ich will ja ungern einen Kratzer in den Bürgermeister sein Auto reinhauen, in sein frisches Auto. Ja, wer kennt das Vorhin nicht? schon Kratzer reingefahren. Ich bin durch die Hecke geschossen. Eieiei. Ja, heute Morgen beim Kaffee trinken. Wo ich das Auto abgeholt habe, bin ich bei unserer werten Dame angehalten. Ja. Ich habe massiven Ärger gekriegt, aber ja, die Hecke war es mir wert. So, dann kletten wir das Da habe ich Ganze ja mal. quasi, wo ich hier angekommen bin, quasi nur die Vorarbeit geleistet für die Hecke. Jetzt ist sie komplett weg. Ja, nicht komplett, aber so ziemlich kaputt. Mann, ist dieser Strauch ja widerspenstig. So. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns schon mal aus. Dann machen wir mal, wisst ihr was? Wir malen jetzt schon mal eine Runde. Die Frage ist, nehmen wir Asphalt? Ich fahre mal meinen LKW holen, dass Ja. wir die Karren aufladen können. Jetzt mal gucken, was nehmen wir denn? Asphalt oder Beton oder Concrete Bricks? Obwohl, Schotter wäre jetzt auch nicht verkehrt. Was mit dem Schotter? Einmal eine Durchfahrt. Ich gucken, wie weit wir jetzt hier hinkommen. Na, weiter lassen sie uns nicht. Okay. Na gut, das ist auch schon mal in Ordnung. So, dann haben wir hier grob eine Durchfahrt. Die Hallen, wir warten mal gucken, ob man die hier hinsetzt oder dahin. Das wollen wir dann mal abklären. Weil man macht hier jetzt auch noch einen Weg durch. Die ganzen Sträucher sollen ja weg, ne? Ja, da kommen dann irgendwann neue hin. Die Hallen können wir eigentlich hier hinsetzen. So. Eine kleine Einfahrt, sag ich jetzt mal. Und dann hier auch noch der Hammer hinkommt. Muss ich mal gucken, ob wir meine Deko später wieder haben. Meine Lieblingsdeko. Ich glaube, im Moment habe ich sie nicht drin. Da muss ich mit denen auch abklären, ob wir sie wieder einsetzen können. Dann kommt ihr später nochmal schönes hin. Aber so mal schon mal grob die Übersicht, wie wir es machen. Und ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich Tschüssikowski, bis Balinski. Tschüss.